herrlich. Da habe ich drauf gewartet, auf so einen Flug. Aber weißt du, was ich gemacht habe, ich Idiot? Nee. Hab die Höhe 200 Meter als Warnung drin. Hör dir mal an, der blurkt mich die ganze Zeit an. Das ist eine Tangent Alpina 4001, die Version Light. Hat ein Gewicht von 4,5 Kilo, also 4500 Gramm. Das Interessante bei dieser Version ist, gegenüber den anderen Alpinas, eine etwas höhere V-Form und ist daher auch mehr oder weniger sehr gut auf Thermik ausgelegt. So, ja, der Zusammenbau war eigentlich typisch Tangent, absolut easy. Die Qualität des Flugzeugs, das Bügeln der Flächen, was ja alles schon bereits durchs Werk geschehen ist, ist einwandfrei. Also die Qualität, so bin ich auch von Tangent gewöhnt, von anderen Flugzeugen, ist wirklich absolute Spitze. So, der Bau hat sich eigentlich relativ einfach gestaltet. Können wir gerne ins Cockpit gucken. Ist ein Lithium-Ionen-Akku drin, mit einer Backversorgung auf 5,5 Volt. Fliege Yeti schon seit Jahren. Ja, das so im Großen und Ganzen. Und jetzt wollen wir mal einen Hochstart machen. Tailwind oder? Warte. Einmal und zweimal. So. Bisschen Kurs. So, Sekunde. Ja, meinst du, ich wieder vorstehen geblieben jetzt? So. Das sagst du, wenn du soweit bist, ne? Ja. Du sagst, wenn du soweit bist? Ja, Vollgas. Ja, das sieht zwar aus, als wenn das schon laufen würde. Wir lassen auch jetzt mehr am Knüppel. Also ich nehme. Was ist denn, wenn du mal nichts machst? Lass doch mal alles los. Das würde mich mal interessieren. Jetzt. Das ist doch super. Das ist doch gut. Guter Tipp, Andi, mit den 10 Gramm. Machen wir versuchen. Gesetzten Weltklapp, Andreas. Die zwei Klicks. Wenn du nichts gemacht hast, auch gemacht. Nein. Schön. Lass einfach laufen. Guck jetzt. Mach nichts. Ja, ist das super. Jetzt fängt er sich ab, ne? Nee, das war ich jetzt. Ah, okay. Genau, jetzt lassen wir mal los. Je länger ich die fliege, desto sicherer werde ich mit dem Ding. Wäre schlimm, wenn es anders wäre. Herrlich. Da habe ich drauf gewartet, auf so ein Flugzeug. So, Landung. So, Klappen raus. Ja. Alles frei. Danke. Komm, wunderbar, Andi. Besser geht's gar nicht. Oh, guck mal, wie schön langsam der wird. Ist ja traumhaft. Kommt ja wie ein Amigo rein. Oder? Je länger ich die fliege, desto sicherer werde ich mit dem Ding. Wäre schlimm, wenn es anders wäre. Herrlich. Da habe ich drauf gewartet, auf so ein Flugzeug. Wenn ich den mit 5 Metern gekriegt hätte, hätte ich den auch noch gekauft.